Leute, seit langem habe ich wieder mal Gründe und Ideen, Videos zu machen. Und zwar wegen der Hardcore-Farmwelt. Jetzt hat man ja gemerkt, es spielen doch immer mehr Leute die Hardcore-Farmwelt, sei es ganz neue Leute, die neu auf dem Server kommen oder halt auch Spieler, Langzeitspieler auf HB, die plötzlich denken, doch, ich könnte es ja mal versuchen. Und ich denke, es wäre ganz gut, wenn wir hier eine Videoreihe starten, wo ich versuche, euch mit meinem begrenzten Wissen, was ich so angesammelt habe, einfach mal zu helfen. Weil es gibt doch einige Sachen, die man vielleicht falsch machen kann. Man weiß nicht, wie man anfängt und so weiter und so fort. Darum, starte ich hier eine Videoreihe. Das erste ist heute quasi, wie beginne ich? Werde ich euch ein bisschen mitnehmen, was muss ich überhaupt machen, um zu starten? Und dann machen wir weiter mit ganz vielen verschiedenen Videos zu verschiedenen Rüstungen, zu den verschiedenen Zonen, zu gewissen Tricks, die man vielleicht benutzen kann, um sich das Leben leichter zu machen. Seid gespannt. Wir fangen jetzt an. So, also, wie starten wir? Also, als ersten Schritt sucht man sich ja wahrscheinlich erstmal eine Rüstung. Und ich zeige euch jetzt mal, wo und wie ihr die vielleicht irgendwie herkriegt und was ihr dann damit als erstes machen müsst. Als erstes könnt ihr natürlich... Warte, hier... Könnt ihr in verschiedenen Shops bei Spielern natürlich Rüstungen kaufen. Am meisten lohnen würde ich, kommt darauf an, wie ihr spielen wollt. Es gibt die Berserker hier, ein bisschen Damage machen und einiges mehr aushalten. Es gibt Tanks, die schon einiges aushalten, aber nicht mehr so viel Damage machen. Da braucht ihr dann vielleicht auch noch eine Waffe von einem anderen Set. Dann gibt es die Jäger, das ist jetzt der hier und der hier. Die machen ein bisschen mehr Damage, aber da müsst ihr Abstand halten von den Mobs und ein bisschen aufpassen wegen Leben. Und dann die Magier halt noch, so ein Eismagier zum Beispiel. Der bietet sich auch ganz gut an, um zu starten. Dann gibt es noch die Healer, die lohnen sich am Anfang ein bisschen weniger, weil ihr gar kein Damage macht. Der Teleport-Magier eigentlich auch. Und so ein Stärke-Druid, der lohnt sich fürs Erste auch nicht. Also wenn ihr auf ganz sichere Seite geht, gehen wollt, dann holt ihr euch einen Tank und irgendeine Waffe von Berserker oder am besten, um mehr Schaden zu machen, so einen Bogen oder ein Crossbow hier quasi. Dann gibt es noch die Möglichkeit natürlich, ne, wir sagen, Great Server, die etwas besseren Rüstungen, würde ich sagen. Ja, jein, also die bei uns zum Beispiel, die Starterrüstungen sind auch ganz gut. Hier könnt ihr die dann auch hier kaufen für Horse Coins und mal starten, die sind halt auch schon verzaubert. Die ihr bei uns zum Beispiel kauft oder auch bei anderen Spielern, in der Regel sind sie ja dann nicht verzaubert. Oder ihr habt Glück und sind bei mir mal im Stream oder bei mir unterwegs, ne? Und wir machen euch was fit und stellen euch was zusammen. Wenn ihr dann eine Rüstung habt, dann müsstet ihr diese auch verzaubern und das zeige ich euch natürlich, was ihr dabei drauf tun müsst. Als Beispiel nehmen wir doch am besten einfach so einen Berserker, so einen Standardkrieger mit einem Schwert. Hier nehmen wir den mal raus mit dem Schwert, nicht verwundern, eigentlich sieht es so aus, aber ich habe halt noch einen Transmog drauf. Hier habt ihr die Verzauberungen, die ganz wichtig sind, ist Schutz und Haltbarkeit. Die braucht ihr unbedingt drauf als erstes. Natürlich Reparatur, damit euch die Rüstung nicht kaputt geht. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch Eisläufer auf die Schuhe packen. Das Schwert jetzt hier, da könnt ihr meistens eher auf die Standard-Minecraft-Verzauberungen gehen, die es so gibt. Hier jetzt auch wieder Schärfe, Verbrennung, Schwungkraft, Haltbarkeit und auch wieder Reparatur.
kann sein, dass Verbrennung zum Beispiel, das zieht nicht bei den ganzen Mobs, bei den Custom Mobs. Das hat mal noch kurz bei den Zombies und so gezogen, aber sonst bringt das jetzt auch nichts mehr. Zusätzlich ganz wichtig zu sagen, wenn ihr Sachen verzaubern wollt, zum Beispiel ein Schwert oder eine Rüstung, und ihr habt noch Rüstungsteile rumliegen, die Reparatur drauf haben, könnt ihr die zum Teil auch nehmen. Ganz wichtig zu wissen ist, dass ihr vielleicht mit F3 und H die... Oh, nee, nicht F3 und H. F3 und B war es, ne? F3 H. Nee, F3 und H. F3 und H eingibt. Und dann seht ihr ganz unten unter der Haltbarkeit, was das genau für Minecraft-Items sind. Das sind halt alles Ledersachen, die Rüstungen. Also Lederboots, Leder-Chestplate, Lederhelm und Leder-Leggings. Wenn ihr jetzt was in Leder mit Reparatur habt, dann könntet ihr das hier drauf machen. Beim Schwert ist es schon einfacher. Da haben viele Leute eher was rumliegen, nämlich ein Eisenschwert, also Iron Sword. Da sollte doch was zu finden sein, wo ihr Reparatur habt und vielleicht auch andere Verzauberungen. Ich mache das viel so, dass ich zuerst die Rüstungsteile aus Leder direkt im Zaubertisch verzauber, weil du doch sehr schnell die Schutz 4 und Haltbarkeit 3 direkt bekommst und sonst entzaubert man das halt nochmal und verzaubert es nochmal und dann ist es dann auch erledigt. Als nächstes schauen wir doch noch die zusätzlichen Ausrüstungen an, die ihr vielleicht unbedingt dabei haben solltet, vielleicht überlegen solltet, auch noch zusätzlich zu kaufen, zu holen, weil es Sinn macht, die zu haben. Eins davon sind Rucksäcke. Die gibt es leider nicht mehr so oft, entweder in den Eventpässen, im Admin-Job oder manchmal auch noch bei Spielern und sind teuer. Die sind halt echt praktisch zum Farmen. Das ist aber mehr so nice to have-ding. Dann wäre noch praktisch, auch vor allem zum Start, vielleicht so ein magisches Schwert der Zypresse für einen kleinen Heal. Damit könnt ihr euch alle 40 Sekunden einmal kurz healen, ohne dass ihr Hunger verliert. Je nach Rüstung gibt es auch noch andere Healstäbe, aber das ist dann ein Thema für ein neues Video. Aber so ein Zypressenschwert für den Start ist eigentlich schon mal ganz gut. Als nächstes würde ich euch auch vorschlagen, vielleicht noch Teleportstab zu denken mit Reparatur drauf, wenn ihr den dann nicht zerstören wollt. Weil, und ich lege den auch meistens immer so neben die Waffe. Das heißt, wenn ich dann mal in eine brenzlige Situation komme, dann kann ich einfach zack wechseln und kurz ein bisschen wegteleportieren. Ganz, ganz wichtig sind natürlich die Totems, ne? Entweder solche Totems, wie man kennt, für die Offhand. Weil wenn ihr natürlich sterbt in der Hardcore-Farmwelt, dann verliert ihr auch tatsächlich einfach alles. Und das tut dann schon schön weh. Das schmerzt dann schon. Auch wenn man viel, viel, viel Geld machen kann in der Hardcore-Farmwelt und ihr könnt euch vielleicht zum Teil noch nicht mal vorstellen, wie viel das ist. Aber man kann auch sehr viel verlieren. Und ihr werdet auch mal viel verlieren. Das, damit muss man rechnen, damit muss man leben, aber das macht auch den Reiz aus. Dann gibt es natürlich diese Inventar-Totems. Die sind noch um einiges besser, weil wir in Zukunft dann irgendwann auch mit der Offhand arbeiten wollt. Da noch eine zweite Waffe und so weiter und so fort. Aber fürs Erste würde auch normale Totems reichen. Das spielt keine Rolle. Dann Essen, natürlich, ne, Steaks oder halt Goldkarotten, das auf jeden Fall mitnehmen. Gewisse Rüstungen kann es geben, so wie die hier, die nicht hungern. Das steht dann auch in der Beschreibung. Dazu auch mal ein anderes Video, wie, was die ganzen Beschreibungen hier zum Beispiel bedeuten. Das machen wir dann mal als nächstes am besten. Als nächstes Video, dass man selber rausschauen kann, was kann die Rüstungen überhaupt, wo muss ich das nachlesen und was haben die Werte hier zu bedeuten. Gut, das letzte, was ich mal noch empfehlen würde oder was notwendig ist, sicher mal notwendig, XP-Flaschen, ne? Und ganz, ganz toll sind halt die etwas größeren XP-Flaschen. Ich zeige euch die auch. So, beim XP-Paul könnt ihr die holen.
Und zwar müsst ihr dann die, die Erfahrung in Flaschen auszahlen und dann das dritte Fläschchen hier nehmen für 128 Mark. Da gibt es immer zwei Flaschen auf einmal. Kostet 128 Mark und hat 1024 XP drin. Damit könnt ihr, wenn ihr das mal einmal werft, könnt ihr auch euer Schwert, eure Rüstung mal richtig healen. Weil ihr habt natürlich nicht die Zeit in der Hardcore-Farm-Welt einen ganzen Stack auf den Boden zu werfen, nur um euer Schwert zu reparieren, weil das muss da einfach ein bisschen schneller gehen, weil schon wieder drei Gegner kommen. Gut, dann sind wir mal so weit. Warte, wir schau mich an. Sind wir mal so weit, dass ich euch zeigen kann, wo muss ich denn überhaupt hin, wenn ich mal eine Rüstung habe, eine gewisse Ausrüstung, dass ich nicht sterbe mit dem Tod, im Essen habe, XP-Fläschchen habe und alles angezogen habe, ne, so mit dem Schwert. Dann vielleicht noch den Healstab nebenbei. Für die Verwirrung packe ich mal die anderen Sachen weg. Was zu essen brauche ich bei der Rüstung eigentlich nicht, nehmen wir aber trotzdem. Und das Inventar, Totem brauche ich jetzt auch nicht. Ich nehme das in die Offhand. So könnte man theoretisch einfach mal in die Farmwelt reingehen mit einem Schwert, mit einem Krieger. Und ich zeige euch jetzt, wo das genau ist. Dafür geht ihr in den Hub. Dann ist die ein bisschen versteckt da hinten. Und hier könnt ihr auswählen zwischen Hardcore Farmwelt 1, 2, 3 und 4. Absolut egal, in welche ihr geht. Vielleicht habt ihr irgendwann eine Lieblingsfarmwelt, keine Ahnung. Aber die sind alle genau gleich. Hier, kurze Erklärung, hier haben wir eine Arena, ne? Da könnt ihr dann die Bosse erledigen. Das können wir auch ein separates Video machen. Hier haben wir so einen Event-Typen, weil jetzt ein Event läuft. Das wäre sonst auch mal Thema für ein anderes Video. Und hier die Schnellreise. Die Schnellreise zu den einzelnen Biomen. Dann, wenn ihr hier im Spawn angekommen seid, haben wir hier hinten zur Erklärung haben wir zwei Upgrade-Typen, einmal Juwelier, machen wir auch ein separates Video am besten dazu. Und Item-Upgrader machen wir auch ein separates Video am besten dazu. Ihr habt nämlich gewisse Level auf diesen Rüstungsteilen und Waffen, gewisse Stufen und die könnt ihr aufleveln. Das werde ich euch auch noch genau erklären, wie ihr das machen müsst und worauf ihr achten müsst. Dann könnt ihr, ausgerüstet wie ihr seid und mega stark, hier eure Waffen ab und zu mal testen. Ne? Was mache ich so an Schaden? Was kann ich überhaupt? Rechtsklick, Linksklick. Ihr müsst natürlich immer schauen, eine Waffe hat eine Fähigkeit mit Rechtsklick und einen Angriff mit Linksklick. Bei Magier ist das noch ein bisschen anders. Der hat einfach nur Fähigkeitsschaden mit Rechtsklick oder so eher. Da muss man sich ein bisschen ausprobieren. Oder wir machen dann ein Video dazu. Gut. Dann hier Spawnbereich, ne, komplett sicher, außer die Mobs, die halt reinschießen, da müsst ihr an der Übergangsphase hier ein bisschen aufpassen, aber sonst hier kann euch nichts passieren, hier ist noch alles sicher. Dann würde ich sagen, wenn ihr natürlich startet, kommt ihr mal in die erste Zone, wir schauen jetzt auch nur die erste Zone an, weil alles mehr bringt noch, macht noch keinen Sinn. Hier ab dieser Grenze ist dann eine tödliche Zone, da wird es dann schon anstrengend. Dann gibt es da kleine Mobs, die ihr töten könnt. Mobs, die euch von weit ein bisschen abschießen. Ne? Gegner, die mit dem Hammer auf euch zukommen. Da müsst ihr einfach aufpassen, was ihr macht. Wie gesagt, schwer zum Angriff. Ich habe jetzt noch den Teleportstab hier, um mich vielleicht mal kurz ein bisschen aus dem Weg zu teleportieren. Den kann man alle 2 Sekunden benutzen. Der ist ganz gut. Und rechts hätte ich noch den Heal, wenn ich ihn dann brauchen würde. Ihr könnt natürlich immer zur Not auch Slash Spawn machen, um wieder zurückzukommen. Oder ihr habt ja theoretisch auch noch ein Totem, was zieht. Lasst euch noch nicht verwirren. Ich mache ja jetzt mit 2 Hits. Das wird dann später bei euch noch ein bisschen länger brauchen. Das Ziel ist hier einfach, ja, so viele Monster zu töten wie möglich, ne? Und am besten die Minibosse. Die Minibosse geben halt am meisten Loot. Wenn wir gleich einen kriegen, dann werde ich da drauf gehen und euch den zeigen.
Lasst euch nicht entmutigen, ne? Es braucht doch einige Mobs, die ihr tötet, dass ihr überhaupt Loot kriegt. Ich habe bis jetzt ein Ei bekommen und habe safe schon 20. Ah, hier ist ein Miniboss. Diese Minibosse haben oben ja die Bossbar. Seht ihr, wie viel Leben die noch haben? Oh, jetzt hat er mich erwischt. Da könnt ihr euch auch raus teleportieren. Und den am besten, am besten einfach erledigen. Weil der gibt ganz sicher Loot. Genau. Da, jetzt hat er hier unten ein paar Erze, Goldblöcke, Redstone-Blöcke, Kupferblöcke und ein Spawn-Ei gedroppt. Das können wir nachher dann anschauen, was man so kriegt. Ja, das ist das Ziel. Schließt euch zusammen, sucht euch andere Leute, die mit euch kämpfen gehen. Vielleicht könnt ihr auch sagen, hey, einer holt sich einen Healer, einer einen Tank, einen Damage-Dealer, ne? Wir werden zu allen Rüstungsklassen am besten auch noch ein Video machen, damit ihr ein bisschen seht, was man so machen kann. Und tut euch zusammen, macht Grüppchen. Das macht so viel mehr Spaß, miteinander reinzugehen und euch gegenseitig hier zu unterstützen und zu healen und zu buffen und zu tanken. Das macht richtig Laune. Oh, seht ihr, ich habe sogar ein Rüstungsteil schon bekommen. Krass. Gut, ich gehe nochmal spawnen, dann zeige ich euch das. Gut, am Spawn angekommen, ne? Schauen wir mal kurz, was wir so an Loot bekommen haben. Hier zwei Eier. Ich habe jetzt echt nicht lange, das waren jetzt nur so, glaube ich, 5 Minuten oder so war ich drin. Ein paar Blöcke an Erze, Pfeile, die nicht so nötig sind und ein Rüstungsteil. Die am besten alle einfach mal aufheben, sammeln, schauen, wie viele ihr zusammenkriegt. Später könnt ihr die zusammencraften, noch eine zweite Rüstung zusammensetzen und so weiter und so fort. Oder ihr verkauft einfach alles. Die Boss-Eier, die würde ich auch mal zuerst jetzt sammeln, wenn ihr noch nicht so hoch mit der Rüstung seid. Vielleicht auch mal ein bisschen erfahrene Spieler anfragen, ob sie helfen kommen und einen Boss klatschen. Das machen die meisten relativ gerne. Dann kann man hier nämlich in die Arenen gehen, aber da machen wir ein separates Video dazu und diese Bosse klatschen, weil hier raus kriegt ihr dann wirklich den Loot für die Rüstungen. Also hauptsächlich aus den Eiern kriegt man mehr Rüstungsteile, was ja auch das Ziel ist, um weiterzukommen, um die Rüstung zu erhöhen, um stärker zu werden, mehr Leben zu haben und so weiter. Gut. Ich hoffe, das Video konnte man so fürs erste Mal gebrauchen. Ich habe vor, noch ganz, ganz viele Sachen zu machen. Ich habe hier mir hier Notizen gemacht zu Loot, Rüstungen, Rüstungsklassen, Rüstung upgraden, die Zonen richtig zu zeigen, die Mobs, die man klatschen kann, zeigen mal genauer, wie man die Bosse richtig farmen kann und einfacher farmen kann. Die Edelsteine, was ihr noch in die Edelstein-Slots hier unten machen könnt, was das alles mit sich zieht. Da kann man auch ganz, ganz viele Videos machen. Ich will es ein bisschen kürzer halten, damit es nicht allzu lange Videos sind. Das ist jetzt mal, hey, wie könnt ihr starten? Und schreibt mir da unten rein, was ihr sonst noch sehen wollt, was ganz, ganz wichtig ist, was euch noch interessiert. Und dann, ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!